des Weges war, also nur für eine Woche damals, wusste ich nicht genau, was ich dort suche oder was ich dort will oder was mich dort erwartet. Seit 2013 bin ich ziemlich versessen aufs Buchmachen, weil es bei mir auch immer sehr stark um Themen geht, um Inhalte geht, die ich wirklich bis an den Grund erforschen möchte. Und ich finde, das Fotobuch ist da ein super Medium, um auch sehr komplex zu arbeiten, auch mit Collagen zu arbeiten. Also ganz oft sind es bei mir nicht nur Bilder, sondern auch viel Text oder Zeichnungen, die Protagonisten gemacht haben. Und ich finde es immer sehr schön, da auch ein so komplexes System mir auszudenken, wie die Geschichte dann auf unterschiedlichen Ebenen erzählt wird. Geld verdienen kann man jetzt als Fotokünstler mit eh keinen dieser Bücher. Selbst wenn man die ganze Auflage verkauft, dann müsste man schon mehrere Auflagen verkaufen, damit was rauskommt, aber dann wird man auch nicht reich davon, selbst dann, wenn man mehrere Auflagen hat. Es ist was schon für was Langfristiges. Es wird in Bibliotheken aufgenommen, in Kunstbibliotheken auf der ganzen Welt, und das ist, ich weiß nicht, das ist für mich extrem befriedigend.